all das geschieht. Am Herd, auf der Spüle. Und zu Hunderten. Und mehr als ich sieht die Kamera jetzt, was hier unter der Abdeckung versteckt ist. Das ist die Dunstabzugshaube. Es ist widerlich. Also, total abgebrochen alles oben. Wie das mit der Dichtung ist, weiß man dann nicht. Keine Griffe. So, und jetzt machen wir das Ding mal auf. Da sehen wir schon in der Tür. So, das ist das Schloss jetzt nach der Reparatur. Jetzt steht es auf der anderen Seite auch noch über. Direkt neben dem Bett. Direkt neben dem Bett. Da laufen sie auch gerne entlang. Und hier fällt auch ständig der Putz von den Wänden, wenn wir die Türe öffnen oder schließen. Das ist so die Tür an sich. Also Gips fällt ständig. Das ist das Schloss, mit dem wir die Tür immer zuhalten sollen. Das ist das Schloss, was einrasten soll. Also hier fehlt dann Gips bis zum Geht nicht mehr. Das sind alles so Sachen, wo wir ständig Ameisen finden. Oh, das ist, mache ich später. Das Licht ist so krass zu.
jetzt wandern die nämlich wieder da nach oben. Aber da sieht man nur vereinzelt, da muss die. Na nö. Da oben muss diese ganze Straße. Ja. Ich sehe nichts, da ist nichts. Jetzt sind sie wieder weg. Und von dem Wasser wahrscheinlich. Nee. Aufgeschreckt hier. Wo gehen die jetzt hin? Ja, da unter die Lampe, unter den Schrank. Aha. Und da oben verschwinden die nämlich wieder. In dieses Drecksloch. Ja, muss sie gar nicht sauber machen hier. Ekelhaft. So, ich zeige euch jetzt. So. Das ist also hier in der Abzugshaube. Hier krabbeln die Millionen von Ameisen rum. Das ist unser Herd. Hier in den Ritzen von der aufgeklebten Platte Millionen.
Hier im Schrank haben wir sie gerade gefunden. Spanplatte, schön, ne? Und verjagt. Nochmal unterm Herd. Und zwei schwule Männer wohnen, dann haben die auf jeden Fall Bikinis an. Ah, siehst du, da sind auch noch Transen. Das ist der Abschluss der Balkontür. Überall hier raus. So, und das ist innen im Zimmer, hinter der Scheibe, die Wand, an der man schläft. Und das ist So, wir machen kurz weiter mit unseren Katastrophenmeldungen, nachdem der, weiß ich, Hausmeister, Mechaniker und gesagt hat, ja, okay, die Sache mit der Lampe, wie zu sehen ist, direkt vorm Kopf im Bett umdrehen und so weiter. Ja, ich habe die provisorisch repariert, das wird aber dann später noch gemacht, hängt sie jetzt schon wieder unten und ja, belästigt einen im Schlaf. Also gemacht ist nichts, gesagt wurde es vor 2 oder 3 Tagen. Weitere Kleinigkeiten, die wir auch gemeldet haben, wo aber nichts passiert. Jeder Mensch möchte nach dem Baden sein Bikini, Badeanzug oder weiß der Teufel ausspülen, von Chlor befreien. Hier ist das Waschbecken im Bad. Mal kurz gucken. Wasser eingelassen.
und ist im Nu wieder weg. Also lege ich die Badeanzüge rein und nach 5 Minuten liegen sie im Trocknen. Nicht möglich hier. So, dann haben wir es im Bidet probiert. Gleiches Ergebnis. Wasser ist eben nur wieder weg, weil funktioniert nicht. Armaturen sind aus dem vorigen Jahrhundert. Unhygienisch, versifft und schlecht funktioniert. So, das wäre ja noch einigermaßen zu ertragen, aber da wir eine Kitchenette haben, allerdings ohne irgendeine Mikrowelle und ohne irgendeinen Backofen, sprich man könnte nicht mal eine Pizza, einen Toast oder irgendetwas machen, ist es natürlich widerlich, dass man nicht spülen kann. Denn auch hier Wasser eingelassen und eben nur wieder weg. Bitte? Mach dich weg da. So, also wie man sieht, zack. Also spülen unmöglich, was natürlich eine Katastrophe ist. Selbst solche Kleinigkeiten wie hier, die Kaffeemaschine, den Deckel habe ich jetzt zweimal eingesetzt, der fällt immer wieder ab. Auch nicht sehr schön. Aber, tja, damit leben wir ständig. Irgendetwas funktioniert nicht oder alles ist problematisch.